Die Hydra ist ein mehrköpfiges, schlangenartiges Monstrum. Zerschlägt Herakles ihr einen Kopf, wachsen zwei neue Köpfe nach. Das ist die Metapher, um Akne inversa zu beschreiben. Genau so verhält sie sich. Schneidet man eine Beule weg bzw. auf, wachsen zwei neue nebendran nach. Noch immer ist Akne inversa ein nicht gelöstes Rätsel. Mysteriös. Ich bin in diesen scheinbar undurchdringbaren Nebel reingewandert und habe sagenhaft das entdeckt, was ich dir gerne zeigen möchte. Von einem hilfreichen Sinnbild möchte ich dir erzählen, welches Akne inversa Betroffenen in schweren Zeiten etwas Leichtigkeit ins Leben bringen kann. Gehen wir auf eine spannende Entdeckungsreise. Finde nicht nur eine verblüffende Parallele, sondern gerade ein paar. An der Küste, wo die Hydra gelebt hat, ist kein Sumpf mehr. Er scheint ziemlich ausgetrocknet. Als wäre die Zeit hier stehen geblieben. Mich verwundert das. Heute, wo alles vermarktet wird, ist da echt keine Touristenattraktion vorzufinden. Nichts archäologisch in Szene gesetztes. Keine kitschigen Hydra-Parks mit Hotels. Seltsam. Diese Karte fand ich super. Da kann man sich einen Eindruck verschaffen, wo der Sumpf war. Da lebte sie also. Kam hin und wieder aus ihrem Versteck, machte die Arbeit der Bewohner von Lerna zunichte. Der Sumpf ist stillgelegt, Landwirtschaft, wohin das Auge reicht. Nichts deutet mehr darauf hin. Ein vergessener Mythos. Die paar Sumpfschlangen, die es hier heute noch gibt, sind nicht sonderlich beeindruckend. Vielleicht finden wir Spuren, wenn wir uns die künstlerischen Darstellungen mal ansehen. Die Hydra muss dafür ja schon sehr lange herhalten. Tausende Ausführungen über tausende von Jahren. Wir finden die Hydra auf attischer Keramik oder in Stein gemeißelt. Logisch, dass sich die Darstellung immer wieder verändert, ständig Moden und Zeitgeistern angepasst wird. Interessant ist, dass je jünger die Darstellungen werden, desto mehr haben Beine. Ob es vielleicht mal falsch übersetzt wurde, als es um die Beschreibung der Hydra ging? Das dann übersetzte Hundeähnliche haben Künstler mit Beinen assoziiert. Darum will ich kurz die nächsten Verwandten der Hydra anschauen, wobei kurz gar nicht möglich ist, sobald es um griechische Mythologie geht. Oftmals ist es nicht so ganz klar, wer mit wem, weil da haben ja wirklich fast alle miteinander Nachkommen gezeugt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen getroffen. In der Familie von Hydra hat sie richtige Prominenz drunter. Geschwister hat sie noch ein paar mehr. Ich nahm nur mal die ersten fünf. Die Eltern und Großeltern fand ich da schon interessanter. War versucht, allen Elemente, Eigenschaften, Zeiträume zuzuordnen. Bricht man es unter, beschreibt es die Werdung der Erde samt deren Besiedlung. So ein bisschen wie antiker Allround-Unterricht. Darum treiben es wohl einige dieser Entitäten heute noch immer miteinander. Kleine Zyklen, große Zyklen. Andere Entitäten sind nur noch eine blasse Erinnerung. Extremophil passt auch sehr gut, finde ich. Das giftige, schlangenartige war nicht nur bei der Hydra ein Aspekt. Echidna, die ihr Leben lang nicht stirbt und nicht alt wird, lebte ebenso allein in einer Höhle. Sie steht für stinkendes Wasser, Schleim, Fäulnis, Gebrechen und Krankheit. Eine Mischung aus schöner Nymphe und wilder Schlange. Eine Trakaina. In dieser Urwelt stelle ich mir Typhon als Dampf und Rauch im Verbund mit Wind und Erdbeben vor. Sowas wie pyroklastische Superstürme. Was wir uns heute, glaube ich, nur im Ansatz vorstellen können. Diese beiden Extreme fügen sich zusammen. Über kurz oder lang entstand daraus Weiteres. Und kommen nun zum dritten Aspekt dieses Videos. Nehmen wir die ersten Abbildungen des Ungetüms, mit welcher Herakles kämpft. Dann sieht doch das genauso aus wie das, was wir heute als Süßwasserpolyp kennen. Wenn es doch nur eine Sage sein soll, warum passt das so haargenau? Wie kann das sein, dass es diese Legende gibt,
die ein winzig kleines Tierchen nicht nur präzise abbildet, sondern auch die Eigenschaften einer Hydra exakt beschreibt? Dieses verwunderliche Detail ist bekannt. Also die Fachrichtungen rühmen sich gegenseitig ab diesem erstaunlichen Fakt, aber nichts weiter. Es ist scheinbar keiner weiteren Aufmerksamkeit wert. Das ist jetzt halt so. Über 2000 Jahre später hat dann Leeuwenhoek 1702 unter seinen ersten Mikroskopen die Hydra entdeckt. Für ihn war sie eine Pflanze. 1744 wurde sie tiefergehend von Tremblay studiert, welche sie als Tier definierte. Das Genom wurde 2009 komplett entschlüsselt. Sie gilt als Bioindikator. Wenn Sie im Wasser sind, ist das Wasser gesund. Die grüne Hydra geht sogar eine Symbiose mit einer Alge ein. Sie ist eine über 600 Millionen Jahre alte Überlebenskünstlerin. Defekte Zellen werden unbegrenzt erneuert. Was bei uns 7 Jahre dauert, dauert bei ihr 5 Tage. Sie ist das einzig bekannte Tier, welche ihre wenn auch primitiven Nervenzellen vollständig regenerieren kann. Die Funktion der Nesselkapseln erinnern an Harpunen mit vergifteten Spitzen. Die Entladung erfolgt mit 15 Megapascal und kann deshalb Panzer perforieren. Drückt man sie durch ein Sieb oder schneidet sie in Einzelteile, wächst sie wieder zu einem Polypen heran oder es entstehen mehrere kleine daraus, in noch kürzester Zeit. Es wurde keine Vergreisung festgestellt. Bei dauerhaft guten Bedingungen ist sie unsterblich. Im Zusammenhang mit dem Ungetüm Hydra finde ich die Labormutationen, welche man so dokumentiert hat, sehr passend. Also ein wirklich sagenhaftes Tierchen. Die Hydra wurde sozusagen von der Unendlichkeit geküsst. Aber was erzähle ich? Ist ja nur eine Legende. Ein nicht ernstzunehmendes Märchen, ein Mythos. Das große Interesse an Hydren besteht wohl nicht umsonst. Ich meine, es ist irgendwie offensichtlich, aber es ist und bleibt gefälligst eine Legende. Oder man darf nur das Metaphorische mitnehmen, um zu lernen. Don't touch it. Ja, höchstenfalls erzählt sie nur die Story über ein Dörfchen bei einem wasserschlangenverseuchten Sumpf. Mit ein bisschen Götterglauben, Urängsten, Heldengeschichten und Lagerfeuerambiente wurde dann das draus. Wie langweilig? Nee, das kann's nicht sein. Dann schauen wir uns die Überlieferung an des Kampfes von Herkules, wie Herakles von den Römern später genannt wurde. Die Akteure dieser Szene möchte ich vorher schnell überfliegen. Herakles steht für Kraft und Mut. Sein Vater war Zeus, der als goldener Regen Alkmene schwängerte. Alkmene setzte den Säugling aus Angst vor Heras Rache aus. Dessen Halbschwester Athene nahm ihn und brachte ihn zu Hera. Diese erkannte Herakles nicht und säugte ihn aus Mitleid. Dabei sog Herakles jedoch so stark, dass er Hera Schmerzen zufügte und diese ihn von sich stieß. Die Milch spritzte über den Himmel und bildete dort die Milchstraße. Doch mit der göttlichen Milch erhielt Herakles übernatürliche Kräfte. Athene brachte das Kind zu seiner Mutter zurück und Herakles wuchs fortan bei seinen Eltern auf. Er war gerade 8 Monate alt, als Hera 2 riesige Schlangen in das Gemach der Kinder schickte. Epikles weinte vor Angst, doch da ergriff sein Bruder die beiden Schlangen und erwürgte sie. Ein Seher prophezeite dem Kind eine ungewöhnliche Zukunft. Zahlreiche Ungetüme werde er besiegen. Die 12 Aufgaben erhielt Herakles vom König zur Sühnung, weil Herakles seine Familie in einem Wahnsinnsanfall ermordet hatte. Iolaos ist sein Gefährte und Wagenlenker sowie Neffe. Hera ist die Göttin der Ehe, Frauen, Familie, Schutzgöttin gebärender Frauen. Auf der Seite der Hydra. Iolaos lenkt den Wagen nach Lerna. Sie suchten den Sumpf ab und entdeckten die Höhle der Hydra. Herakles scheuchte sie aus ihrem Versteck.
Seine brennenden Pfeile trafen sie mit voller Wucht. Dies reizte sie zum Kampf. Es heißt, dass sie aufgerichtet auf Herakles losging, ihre Hälse wie Äste eines Baumes im Sturmwind schwankend. Mit der Keule begann Herakles, auf sie einzuschlagen, zertrümmerte ihre Köpfe und schlug sie ab. Aber für jeden Kopf, den Hydra verlor, wuchsen ihr gleich zwei neue nach. Die Göttin Hera hasste ja Herakles, weil er das Ergebnis eines Seitensprungs ihres Gatten Zeus war. Sie versuchte deshalb, die Hydra zu unterstützen, indem sie ihr einen großen Krebs namens Carcinus zur Hilfe sandte. Dieser biss Herakles in den Fuß, um ihn abzulenken. Er jedoch zerquetschte ihn mit seinem Fuß. Nun winkte Herakles Iolaos herbei, der mit brennenden Fackeln ankam. Jedes Mal, wenn Herakles der Wasserschlange einen Kopf abgeschlagen hatte, fuhr Iolaos mit einer brennenden Fackel über den Holzstumpf, brannte sie aus und verhinderte so das Nachwachsen der Köpfe. So gelang es Herakles, nach und nach alle Köpfe abzuschlagen. Am Ende auch den Unsterblichen. Dieser, welcher gülden sein soll, vergrub er am Wegrand und wälzte einen Felsen darüber. Das tödliche Gift aus dem Körper der Hydra verwendete Herakles von nun an, um seine Pfeile zu vergiften, so dass die Verletzungen, die sie erzeugten, nie mehr heilen konnten. Hera belohnte den Krebs für seine mutige Hilfe, indem sie ihm als Sternbild einen Platz am Himmel schenkte. Wie du dir vorstellen kannst, wurde das alles schon 10 Millionen Mal studiert und gedeutet. Ich will mir als Akne-inverse Betroffene einige dieser Wege dieses Giftes anschauen und die Parallelen aufzeigen, die auch heute noch eins zu eins zu finden sind. Viele Jahre später war der Kentaur Nessos spitz auf die Frau von Herakles, drum entführte er sie. Herakles verfolgte sie, um seine zweite Frau zu retten. Er traf den Kentaur mit einem seiner vergifteten Pfeile. Im Sterben flüsterte er Nessos Deianeira zu, dass sie etwas von seinem Blut aufbewahren solle. Wenn du befürchten musst, dass dich Herakles wegen einer anderen Frau verlässt, tauche seine Kleider in mein Blut, dann wird er nie mehr eine andere Frau ansehen. Jahre später wandte sich Herakles der erbeuteten schönen Iole zu. Da ließ ihm die eifersüchtige Deianeira das von ihr blutgetränkte Untergewand, das Nessos-Hemd, durch den Diener Lichas überbringen, der nicht ahnte, dass er seinem Herrn durch diesen Dienst schaden würde. Nachdem Herakles es überworfen hatte, befielen den Helden entsetzliche Schmerzen. Er versuchte, das Hemd abzulegen, doch es hatte sich fest mit seiner Haut verbunden, sodass er zugleich sein Fleisch mit abriss. Deianeira tötete sich aus Verzweiflung. Um seine unerträglichen Qualen ein Ende zu bereiten, schichtete Herakles auf dem Berg Euthe einen Scheiterhaufen auf und ließ sich durch viele Tektes darauf verbrennen. Dieser Berg war durch das Orakel von Delphi einst für das Ende des Herakles verkündet worden. Doch er wurde aus den Flammen zum Olymp entrückt. Dort erlangte er die Unsterblichkeit und auch Hera versöhnte sich schließlich mit ihm. Seine Qualen endlich begütigten sie. Und Herakles wurde mit ihrer Tochter Hebe, der Göttin der Jugend, vermählt. Philoktetes war in seiner Jugend mit Herakles befreundet und dessen Waffenträger. Unterdessen vergiftete ihn wahrscheinlich ein Schlangenbiss, deshalb hat man ihn als Siche ausgesetzt, weil niemand seine Schmerzensschreie und Gestank der Wundfäulnis mehr ertrug. Als sich für die Selbstverbrennung des Herakles niemand fand, übernahm Philoktetes diese Aufgabe. Zudem traf die Prophezeiung ein, dass Herakles durch jemand sterben sollte, der selbst nicht mehr am Leben war. Dafür hinterließ ihm Herakles seinen Bogen und die Giftpfeile. Philoktetes besitzt nun also den Bogen und die Pfeile. Mit zweien dieser Pfeile verwundete er Paris.
Leidend schleppt sich Paris auf den Berg Ida zu Oinone, seiner ersten Frau, und bittet sie, ihn mit einem Gegengift, das sie besitzt, zu retten. Aus Zorn darüber, dass er sie einst Helenas wegen verlassen hatte, verweigert sie ihm jegliche Hilfe. Qualvoll erliegt Paris seinen Verletzungen. Oinone aber wird von Reue, ihm nicht geholfen zu haben, überwältigt. Sie lässt einen Scheiterhaufen schichten und springt zu dem geliebten Toten in die Flammen. Um kurz den Bogen zu Agnenversa zu schlagen, schauen wir schnell in die Tabelle. Dass diese Parallelen so deutlich sind, überraschte mich sehr, als ich es entdeckte. Ich vermute stark, dass man Mythologien noch vor 200 Jahren viel mehr Bedeutung zuschrieb, in ihnen nach Antworten suchte, die Fachgebiete noch nicht so verzweigt waren wie heute. Das geht vom Wunde ausbrennen als Behandlung bis hin zu tiefen psychologischen Auslegungen. Es geht um den Drachentöter-Mythos, die Hydra als Urbild des Drachens, der Kampf mit der Unterwelt, den Urinstinkten, Kampf, Flucht, Todstellen. Es kann auch die Zähmung dieser Kraft bedeuten. Zeus soll in einer Höhle auf Kreta geboren worden sein. Die Schlangengöttinnen-Sache dort erinnert mich stark an Echidna. Sie war bestimmt nicht weit. Bei der kretisch-minoischen Vasenmalerei heißt es, mit dem Beginn der Neupalastzeit um 1650 v. Chr. Ändert sich die Gefäßbemalung grundlegend. Der nun verwendete Meeresstil bringt vor allem Lebewesen des Meeres zur Anschauung. Mir scheint, da war irgendwas los, irgendwas sehr Bedeutendes, was heute nicht oder falsch interpretiert wird. Abgesehen vom Größenverhältnis bildet es genau ein Süßwasserpolyp ab. Herakles soll mit einem Wagen zur Hydra gelangt sein. War das eine unbekannte alte Technik, die die beiden Gefährten sowas wie schrumpfte und sie konnten so in den Mikrokosmos reisen? War es dann auch so manch anderes überliefertes Ungetüm erklären würde? Selbst die Fährte mit dem riesigen Krebs, welcher der Hydra zur Hilfe kommt, deutet auf das hin. Da passt doch was nicht. Herakles wird als stark beschrieben, nicht als Riese. Die Überlieferung sagt, Hera schickt einen Riesenkrebs oder einen großen Krebs. Abgebildet ist aber immer ein, ich sag mal, normalgroßer, der sich an seinem Fuß da zu schaffen macht. Nehmen wir mal den reellen Vergleich, hier anhand einer Schnecke wär der Krebs sehr wohl riesig, in Bezug zum Polyp und einem vermeintlich geschrumpften Herakles. Stell dir das mal vor, Iolaus hat Herakles mit dem Gefährt ins Wasser gefahren. Wie könnte das funktioniert haben? Schaut man sich mal die Zeichnungen auf dem Diskus von Phaistos an, schwant mir da was? Reisen hat ja oft was mit Eingang, Strecke, Ausgang zu tun. Wie wäre es, wenn der Diskus die Anleitung zu dieser Reise ist, die Iolaus mit Herakles gemacht hat? Dazu nun eine Aussage aus heutiger Zeit. Das ist doch unfassbar. Innerhalb einer Minute vom Wow zu Achtung, Vorsicht. Ich ziehe mal ein paar Parallelen zum Diskus. Die Reisekapsel und zum Beispiel der Irokese könnte das EEG sein. Die Reisekapsel, der Bienenstock. Ist es ein Gebäude? Die Muscheln, die Einzähler, die Korallen. Und wieder der Pfeil. Vor tausenden Jahren war die Grundhaltung gegenüber den Grundelementen 100% eine andere. Quasi, dass wir, wie er sagt,
wir nicht nur mit Maschinen viel enger agieren, als uns bewusst ist, sondern noch mit vielem anderem, was uns nicht wirklich bewusst ist. Ja, samt den damit verbundenen Möglichkeiten, die man durch diese Unbewusstheit nicht benutzen kann. Aber es ist, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert. Damit will ich zum Medusa-Aspekt kommen, dem unangenehmeren Teil dieses Videos. War es ein Zufall, dass Hera die Hydra unterstützt? Folgen wir dem Gift zurück, landen wir bei Chrysaor und Medusa. Weiter zurück ist die Rede von drei Gorgonenschwestern, wovon alle ihre Charaktereigenschaften hatten. Es wird hier leider sehr vielfältig. Gorgonen werden erst seit 700 vor Christus erwähnt. Erste Abbilder stellen nur eine Gorgone dar. Medusa ist eine von Poseidon vergewaltigte Tempeldienerin. Sie ist heute noch ein Symbol dafür. Der Name leitet sich vom altgriechischen Wort Gorgos ab, was grimmig oder schrecklich bedeutet und scheint von derselben Wurzel zu stammen wie das Sanskrit-Wort Garjana, was einen gutturalen Laut bedeutet, ähnlich dem Knurren eines Tieres, daher möglicherweise als Lautmalerei entstanden. Nehmen wir diesen Laut, diese Schwingung, dann bedeutet dies in meinen Augen sowas wie das erste Nein, ich will nicht und das Ignorieren dessen. Gab es den Akt der Vergewaltigung, der ungewollten Vereinigung schon vor der Menschheit? Diese Entitäten, die in der griechischen Mythologie beschrieben werden, beschreiben etwas, egal in welcher Hinsicht, dazu all das, was schon lange wieder zermahlen und recycelt wurde. Macht Zyklen doch aus, oder? Die Weiblichkeit war hormonmäßig zuerst auf der Erde und zu viel Testosteron ist bei Acne Inversa auslösend. Ja, und Sex mit Liebe fühlt sich in meinen Augen besser an als ohne. Tut nebst dem Geist auch dem Körper besser. Beobachtet man Korallenriffs, finde ich sie nicht nur wunderhübsch, sondern schon fast sexy. In manchen fließenden Bewegungen und Kontraktionen kann man durchaus den Vergleich zum weiblichen Orgasmus ziehen, wenn der Muttermund beginnt, nach vermeintlichem Sperma zu saugen. Erinnert mich das daran? Leider fand ich diese Aufnahme nicht mehr, um das zu verdeutlichen und zu vergleichen. Aber das Wort Tupfen gefällt mir hierzu sehr gut, um für ein weiteres Acne Inversa Sinnbild zu sorgen. Mir ist bewusst, dass mir Tupfen besser tut, wenn ich dusche, mich abtrockne. Tupfen ist der Tenor. Nun herrscht aber eine Reibegesellschaft. Peeling und Plastikschwämme und hast du nicht gesehen? Ja, einige schaben sich zur Körperreinigung richtig gehend ab. Na, merkst du was? Damals wie heute hat man das Zwei auf dem Rücken, wenn man diese Reiberei nicht verträgt. Bin fast versucht zu sagen, warum soll Acne Inversa ein aktivierter Defekt sein? Warum kann es nicht eine Weiterentwicklung der Haut sein? Zur Abwehr? Es ist eine sogenannte Verhornungsstörung. Ist es nicht das, was evolutionär so ziemlich als erstes geschah, als Schutz zur Abwehr? Man konnte diese Hautkrankheit nicht Gorgodenitis nennen, darum wurde sie nach 60 Jahren, nach der Entdeckung dann Hydradenitis genannt. Irgendwie so. Darum heißt sie heute noch so und wird nicht umbenannt. Alle neueren Namensvorschläge verpuffen. Deshalb. Ich denke, du hast bisher mitbekommen, dass mir die wissenschaftliche Seite wichtig ist, aber da ist auch durchaus der Glaube an dieses große, unerforschbare, unvorstellbare. Mich spricht die nordische Erzählung mehr an, welche wie alle anderen große Vorgänge exakt beschreiben. Wie auch in der griechischen Mythologie gehen sie leider unter oder werden untergegangen. Und dazu gehört auch diese Urvergewaltigung,
Das erste Nein ist das, was bis heute nachhallt, weil viele Prozesse dazu geführt haben, dass es immer wieder extrem drunter und drüber ging, ist nicht nur durch Sagen, Volkserzählungen und Religionen erhalten, sondern auch erdenwissenschaftlich belegt. Das alles in verschiedenen Zeiten, in Worte und Zeichen zu erhalten, die solch langdauerndes Umschreiben, sodass man es in grauer Zukunft danach versteht, ist milde gesagt mehr als schwierig. Die Personifizierung ein cleverer Weg zu beschreiben. Dass sogar er hier das Wort pervers wählt, will doch was heißen, um ein kleiner Ausschnitt. Es ist so, am Anfang, und dieser Anfang ist ja eben nicht T gleich 0, ja, also 0 Sekunden haben wir, gibt's nichts. Warum nicht? Nun, es gibt keine Ursache-Wirkungszusammenhänge bei T gleich 0. Wir müssen an die Zeit rangehen, die man Planck-Zeit nennt, ja, also in die Zeit von 10 hoch minus 43 Sekunden. Da sind Raum und Zeit zwar immer noch schwankend, aber man könnte zum ersten Mal überlegen, aha, es gibt eine Ursache und eine Wirkung. Und schon zu dieser Zeit muss bereits eine gewisse Symmetriebrechung vorgesehen sein. Denn als das Universum entstand, zu dieser Zeit, und auseinanderflog aufgrund von Prozessen, zu denen wir gleich noch kommen werden, wurde es immer kälter. Das heißt, die Temperatur sank. Und aus diesem gleichmäßigen, unglaublich gleichmäßigen Anfang, in dem alles gleich war und damit natürlich hochsymmetrisch, denn in diesem Anfang von allem, ja, da konnte man sich, also wenn man da gewesen wäre, was ja nicht stimmt, aber wir versetzen uns mal gedanklich in diese Zeit, dann hätte man sich ja vorwärts oder man hätte sich irgendwo ins Universum stellen können, es wäre überall gleich gewesen, völlig wurscht. Ja. Allerdings hätte man dann als Lebewesen auch aus anderer Materie bestehen müssen, weil die Materie im Universum zu dem Zeitpunkt noch nicht da war. Und darauf will ich hinaus. Das Auftauchen von Teilchen, das Auftreten von Teilchen, und wenn es die perversesten, exotischsten Elementarteilchen sind, dieses Auftauchen hat immer etwas mit einem Symmetriebruch zu tun. Eine Symmetrie ist gebrochen, wenn auf einmal neue Teilchen auftauchen und nicht wieder in Strahlung verwandelt werden. Ich will es noch mal andersrum sagen. Als das Universum sehr jung war, damals, also vor 13,7 Milliarden Jahren, plus minus 100 Millionen Jahren, ne, wollen wir uns nicht so drüber, da war es ja sehr heiß. War ja damals unglaublich heiß, 10 hoch 32 Grad, eine unglaubliche Hitze. Es breitete sich aus, das Universum expandierte und kühlte dabei ab. Und während es also von dieser ganz hohen Temperatur sich langsam abkühlte, gab es ständig Prozesse, dass Strahlung sich in Teilchen und Antiteilchenpaare verwandelt, dann verwandelten sich die Teilchen und Antiteilchenpaare wieder in Strahlung. Alles war im Gleichgewicht. Wunderbar. Das ist symmetrisch, hochsymmetrischer Zustand. Und dann passierte bei einer bestimmten Temperatur etwas ganz Merkwürdiges. Da gab es einen letzten Zusammenstoß von Teilchen und Antiteilchenpaaren und zum allerletzten Mal konnten sich Teilchen in Strahlung verwandeln, und wenn dann die Temperatur zu gering war, das heißt die Strahlungsenergie war zu gering, dann hätte es eigentlich nichts mehr geben dürfen. Aber eine absolut winzige Asymmetrie in diesem Universum hat dazu geführt, dass nicht jedes Teilchen sein Antiteilchen gefunden hat, sondern nur auf 5 Milliarden Paare, die sich zerstörten, blieb ein Teilchen übrig. Das können Sie jetzt um sich herum sehen zum Beispiel. Ne? Alles, was in der Welt existiert an Materie, ist damals aufgrund einer winzigen Asymmetrie entstanden. Diese Asymmetrie verstehen wir nicht. Aber diese Asymmetrie ist der Beweis für den Symmetriebruch. Denn wenn alles symmetrisch geblieben wäre, dann würde es nichts geben. Dann würde es ja zu jedem Teilchen ein Antiteilchen geben und das war's. Diese Symmetriebrüche sind mehrfach passiert im frühen Universum. Das, nach dem heutigen Verständnis, können wir das tatsächlich so festnageln. Es gab also verschiedene Temperaturen, und bei diesen vier verschiedenen Temperaturen tauchte eine Wechselwirkung nach der anderen auf. Es kristallisierte förmlich aus diesem Urgrund, wenn man mal so sagen darf, also die Kollegen am Fernsehen mögen mir dieses Wort verzeihen, aber ich weiß momentan keinen anderen Namen dafür, aus dem Urgrund, aus dem das Universum tatsächlich aufgetaucht ist. Ja? Durch die Expansion tauchte eine Wechselwirkung nach der anderen auf. Zunächst die Gravitation, also die Schwerkraft, dann die starke Wechselwirkung, also das, was die Kerne zusammenhält, und dann die schwache Wechselwirkung, die für eine Radioaktivität zuständig ist, und zuletzt die elektromagnetische Wechselwirkung. Dann war Feierabend, dann war ja alles da. Das Irre ist jetzt, wenn man zum Beispiel mal die elektromagnetische Wechselwirkung betrachtet, ne, durch welche Teilchen werden die elektromagnetische Wechselwirkung vermittelt? Das sind die Maklerteilchen von Elektromagnetismus, die Photonen. Die Photonen haben keine Ruhemasse.
Ruhemasse null. Die sind wie ein Hai, die müssen sich immer bewegen. Ja? Die elektromagnetische Wechselwirkung hat also eine Ruhemasse null Vermittlungsteilchen. Die schwache Wechselwirkung, die wirkt übrigens nur in ganz winzig kleinen Skalen innerhalb eines Atomkerns, die hat nur ein Wechselwirkungsteilchen, die sind sehr schwer. Das sind W- und Z-Bosonen. Das sind Teilchen, die sind also 100-mal schwerer als ein Proton. Ja? Richtig schwere Teilchen. Aber es gibt eine Temperatur, wenn man die erreicht, oder eine Energie, mit anderen Worten, im Beschleuniger, wenn man die erreicht, dann kann man diese beiden Wechselwirkungen miteinander vereinigen. Dann werden aus elektromagnetischer Wechselwirkung und aus elektromagnetischer Wechselwirkung und schwacher Wechselwirkung wird eine elektroschwache Wechselwirkung. Das wissen wir heute. Das ist der große Triumph der theoretischen Physik. Und dieser Symmetriebruch ist im frühen Kosmos aufgetaucht, bei einer Temperatur von 10 hoch 19 Grad. Und da splittete diese Art von Wechselwirkung auseinander. Da war die Symmetrie gebrochen. Ich verstehe nicht alles, was er sagt, aber das, was rüberkommt von seiner Beschreibung, passt exakt zu dieser Thematik. Wenn man basierend auf Mathe, Physik, Chemie eine Vergewaltigung ausdrücken müsste, würde man das so erklären? Die Formgebung vieler Fossilien lassen auf Klänge schließen, die durch und durch gingen. Dieses Perfekte, wovon er sprach. Wenn mir heutzutage jemand etwas über Demut erzählen will, muss ich meistens innerlich schmunzeln. Ich habe höchsten Respekt und Demut vor Einzellern. Ich meine, guck dir das nur mal zeitlich gesehen an. Und dann furzt der Mensch schnell rein, erzählt mir was über Jäger und Sammler, Hochfinanzen und da schau her, wie toll sich die ihr Fleisch hat herrichten lassen. Bleiben wir doch lieber kurz noch bei den Anfängen und warum ich es überhaupt wage, einen Polypen mit einzubeziehen. Kann man sagen, dass eine Hydra der Urzeiten ein solcher Punkt darstellt? Einer der ersten Punkte in der materiellen Welt? Erdgeschichtlich gesehen würde ich es als einer der ersten Urmünder bezeichnen, also nur ein Mund und Verdauung. Wir sind ja da Meerachser, haben Extremitäten, Mundhaft und so manche andere Körperöffnung. Aber es bleibt, dass wir in der Embryonalphase einen Moment durchleben, welcher der Hydra gleich ist. Ich habe mal gehört, dass ein gesunder Verdauungstrakt Ähnlichkeiten mit einer Schlange hat. Wenn man sich den Magen als Kopf vorstellt, warum nicht? Kraftvoll, wenn voll funktional, schon fast muskulös anmutend. Ja, wie wir wissen, ist vieles von Grund auf perfekt. Was wir daraus machen, ist eine andere Sache. In diesem Sinne meine ich diese Frage schon ernst. Was, wenn Acne inversa eine evolutionäre Anpassung ist? Manche Veränderungen gehen erstaunlich schnell, andere bemerken wir nicht mal. Ganz dystopisch gedacht. Die Zahl der Hausbetroffenen steigt und steigt. Wenn es so weitergeht, sind dann meine Nachfahren in 1000 Jahren wieder sowas wie Gorgonen? Die Giftpfeile von Herakles könnten so gesehen auch das darstellen. Es trägt sich von Generation zu Generation und immer gibt es irgendwo ein Stressor. Damals wie heute. Darum nun etwas Wortspielerei. Schauen wir mal, was Google Translator meint. Hab einfach mal etwas rumgespielt. Ich erhebe absolut keinen Anspruch auf Richtigkeit dieser Übersetzungen. Weil es aber so nahtlos passt, findet es seinen Weg in dieses Video. Kann nichts bedeuten und aber doch so vieles. Fakt ist, es gibt sie heute noch, die Menschenjäger, samt deren Trittbrettfahrer. Bezüglich Acne inversa erschloss sich mir so eine Art Quintessenz. Dafür fand ich kein anderes Wort als Kontakt. Laut Überlieferung gab Gott oder die Götter die Erlaubnis zum Fleischverzehr.
Was sind die Begebenheiten, die da beeinflussen, ob ein Jäger für Fleisch jagt, weil leider nicht viel anderes übrig ist, ob ein Jäger jagt, weil er Freude am Töten hat, es ihm egal ist, meint keine Wahl zu haben, ob ein Jäger jagt, um sexuelle Handlungen zu tätigen, samt Steigerungen ins Grauenvolle. Dieser Mythos hat so unglaublich viele Schichten. Die Hydra besteht aus zwei Schichten, wir aus drei. Ich denke, dieses Echo der Urvergewaltigung stammt aus dieser Zeit, als sich die dritte Schicht entwickelte, war es schon lang gespeichert. Wie gehe ich nun damit um? Ich verstand, dass ich innen viel beeinflussen kann. Manches mehr, manches weniger. Verstand, dass die Lebensumstände optimiert werden können, natürlich auch ohne Garantie. Verstand dann, dass ich zwar auf meinem Gaul reiten kann, es aber irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen ist. Soll da überhaupt ein Vorgang sein, um ein Ziel zu erreichen? Ist das nicht viel eher das Wahrnehmen eines Zustandes samt deren Möglichkeiten? Damit möchte ich zum Schluss kommen, dem versprochenen Sinnbild, das dir hoffentlich hilft. Eine solche Welt ohne Liebe zu beschreiben, fiel mir schwer. Einige Grundpfeiler, denke ich, habe getroffen zu haben. Und zusammen mit diesen Erkenntnissen kann ich dich mitnehmen auf diese Reise. Zu einer Insel, die dir vielleicht ein bisschen Frieden gibt. Einer Insel namens Hydra. Sie liegt zwischen dem Ort, der als Sumpf der Hydra überliefert ist, und Kreta. Ihr Haupt hat Herakles am Wegrund unter einem Fels begraben. Ob das dieser Fels ist? Er war ja sehr stark. Auf dieser Insel hat es bis heute keine motorisierten Fahrzeuge. Die Bewohner strahlen allein schon deshalb für mich ein ganz besonderes Flair aus. Das Meer nagt weiter. Friedlich wiegen die Elemente. Kein Kampf, weil er schon gewonnen ist. Kein Fürchten, weil es tief vergraben ist. Kein Ignorieren, einfach sein. Deine Haut ist geschlossen. Deine Haut ist gesund. Dein Körper erinnert sich an diese Urregeneration. Du trägst diese Weisheit in dir. Ich fühle dich bis auf den Urgrund. Bleib stark und mach wie die Hydren ein Salto, wenn deine Umwelt zu toxisch wird. Mach's wie die Bewohner dieser Insel, die eine Entscheidung getroffen haben. Keine Ausnahme. Nicht ein bisschen ja. Hör den Gruß von Hera, die dich daran erinnert, diese Urkraft, die in dir ist, nicht zu vergessen. Dass, wenn Wehen einsetzen, du nicht in Panik verfällst, meinst ohne Hilfe die Geburt nicht zu schaffen, sondern dass es Freude in dir auslöst, dass dein Kind nun auf die Welt kommt. Oder bezogen auf Agni Inversa, ist medizinische Behandlung manchmal unumgänglich, um mehr Schaden abzuwenden. Das Vertrauen in deine eigene Selbstheilung darf dabei aber nicht auf der Strecke bleiben. Dir mag dieses Ende nicht genügen? Eine Frage hätte ich noch. Was passiert eigentlich, wenn Mensch zu viel bzw. über längere Zeit Wasser trinkt, was mit Hydren besiedelt ist? Ob es den Tierchen noch reicht zu nesseln, bevor sie absterben? Es wird zwar verneint, dass Hydren für uns gefährlich seien, aber der Mensch ist ja seit jeher ganz vernarrt in gesundes Wasser. Dazu dort wohnen, zwischen den frischen Quellen eines Karstgebietes und eines schlangenverseuchten Sumpfes. Über etliche Generationen.
Wer meine letzten Videos gesehen hat, versteht meine Gedanken, versteht diese Frage. Es passt nahtlos, nicht wahr? Könnte diese Konzentration und Umständen eine Wirkung gehabt haben, die sich weitergetragen hat? Können Mikrodosen an Nesselgift dieses Urgift-Cocktails über die Zeit Genetik so beeinflussen, dass eine Krankheit wie Acne inversa daraus werden kann? Ich bezweifle, dass es nur um Entwicklung von Meeresbewohnern, Reptilien, Amphibien, Dinosaurier, Säugetiere und chemische giftige Substanzen und zelltechnische Reaktionen geht, um Naturgewalten samt ihren Gesetzen, Elektrizität, Magnetismus, Hormone oder menschliche Kulturen. Nein, bei der Krankheit Acne inversa zeigt sich, wie artgerecht Mensch sich selbst hält oder vielmehr sich halten kann. Und das wird vor Augen geführt. Bis ins Unendliche. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihre Hälse wie Äste eines Baumes im Sturmwind schwankend. Mit der Keule begann Herakles auf sie.